Knecht. Der blutet ja bloß die Nase. Das ist nur Vorschuss. Wenn's losgeht, wird er sich verbluten. Wann geht's denn los? Bald. Dann kommt ein Gesetz, dass sich jeder Jude einen Rucksack kaufen muss. Was er hineinbringt, das darf er mitnehmen nach Jerusalem. Was er nicht hineinbringt, gehört uns! Zurück! Ich habe dich nicht geschlagen. Danke. Bitte. Sie hätten dich fast erschlagen. Aber das hätte mir leid getan, denn du hast recht gehabt und ich habe die Gerechtigkeit lieb. Du hast sehr recht gehabt. Wir haben unsere Ehre nicht verloren. Aber darauf kommt es nicht an. Man muss nur selbstständig denken. Du bist ein sogenannter Idealist. Wer bist du? Ich bin der Slade. Man muss nur selbstständig denken. Ich denke viel. Ich denke den ganzen Tag. Gestern habe ich gedacht, wenn ich studiert hätte, dann könnte ich was werden. Ich habe nämlich Talent zur Politik. Ich bin ein sogenannter zurückgezogener Mensch. Ich rede nur gerne mit Leuten, die auch selbstständig denken können. Du bist auch allein, das habe ich bei der Diskussion bemerkt. Wir sind verwandt. Ich habe mir das alles genau überlegt. Das mit dem Staat, Krieg, Friede, diese ganze Ungerechtigkeit. Man muss dahinter kommen. Es gibt ein ganz bestimmtes Gesetz. Ein ganz bestimmter Plan. Das ist klar. Sonst war ja alles sinnlos. Und? In der Natur wird gemordet. Das ändert sich. Na, das ist das große Gesetz. Der Sinn des Lebens. Es gibt nämlich keine Versöhnung. Die Liebe ist etwas Hinterlistiges. Liebe, das ist der große Betrug. Ich habe nämlich keine Angst. Ich bin nämlich nicht frei. Ich auch nicht. Das weiß ich. Aber du hast einen Denkfehler. Lach mich nicht aus, bitte. Ich lache. Du denkst nämlich immer daran, das ganze Menschengeschlecht zu beglücken. Aber das wird es ja nicht geben. Weil er zu guter Letzt nur ich da bin. Es gibt ja nur mich. Mich, den Sladek. Das Menschengeschlecht gibt ja nicht den Sladek. Und wie es um den Sladek steht, so geht es dem Volk. Es liebt uns zurzeit niemand. Es gibt doch keine Liebe. Wir sind verhasst. Allein. Was verstehst du unter dem Wir? Das Vaterland. Was verstehst du unter Vaterland? Ja. Zu guter Letzt mich. Das Vaterland ist das Land, wo man hineingeboren wird und dann nicht heraus kann. Nämlich alle Theorien über den sogenannten Marxismus, die kommen für mich heute nicht in Betracht, weil ich selbstständig denken kann. Du denkst zu selbstständig. Man muss. Man muss. Es kann ja sein, dass mal wieder alle armen Leute gegen die Reichen ziehen, aber das ist, glaube ich, raus. Ich habe mal ein Lied gehört, dass das Herz links schlägt. Aber es gibt da kein Herz. Es gibt nur den Muskelapparat. Bist du für diese Republik? Das ist noch keine Republik. Das wird erst eine. Das ist nichts und wird nichts, weil es nämlich auf einer Lüge aufgebaut ist. Auf was für eine Lüge? Dass es eine Versöhnung gibt. Wenn es keine Versöhnung gibt, so müsste man sie erfinden. In der Natur wird gemordet. Das ändert sich. Hat es allerdings die ganze Welt.
Ich denke nicht an morgen. Ich lebe vielleicht noch heute. Heute sind alle gegen uns. Sie drücken uns zusammen. Weil wir wehrlos sind, das ist dann immer so. Es würde nicht schaden, wenn noch einige Millionen fallen würden. Wir sind nämlich wirklich zu viel. Wir haben keinen Platz. Wir verbreiten uns, als hätte es keinen Weltkrieg gegeben. Es wird bald alles eine Stadt. Wir brauchen unsere Kolonien wieder. Asien, Afrika, wir sind wirklich zu viel. Schade, dass der Krieg aus ist. Du wagst es zu bedauern, dass der Krieg aus ist. Bist du ein Mensch? Ich bin ein Mensch. Es ist aber immer Krieg. Es gibt auch Frieden. Ich erinnere mich nicht daran. So tust du mir leid. Jetzt lügst du. Zu blöd. Ich habe nämlich keine Angst vor der Wahrheit. Warst du Soldat? Nein. Als der Krieg ausbrach, war ich erst 12 Jahre alt. Ich sehe da älter aus. Wie das verboten? Dass ich mal verboten bin, ist schon möglich. Weil ich zu viel weiß. Kennst du die Schwarze Armee? Das darf man nicht sagen. Ach, wieso? Ich habe gehört, dass sie sich draußen auf den Feldern sammeln. Sie haben Maschinengewehre und tragen die Kokarde mit dem Adler der Republik verkehrt. Psst. Abgeschossen, stimmt. Das kann ich nicht sagen. Doch, sehr sogar. Sie nennen sich die Schwarze Armee, weil sie nur als Geheimnis existieren dürfen. Und der ist verrät, der stellt... In der Natur wird gemordet! Das ändert sich nicht. Man sollte jede Armee verraten, du Soldat. Und du bist ein sogenannter Idealist. Du Schuft. Soldaten unterstehen einer maßgebenden Stelle.
die die geheime Aufstellung ihrer Armee vor der Republik mit dem Schutz vor äußeren Feinden begründet, in Wahrheit aber die Nationaldiktatur erstrebt. Offiziell muss die maßgebende Stelle republikanisch sein, um inoffiziell die Republik kontrollieren zu können. Offiziell tragen Sie die Verantwortung. Inoffiziell befindet die maßgebende Stelle. Vorläufig existieren Sie gar nicht. Danke. Die maßgebende Stelle ist feig. Sie betet um die nationale Revolution, drückt sich aber von ihrem festen Entschluss. Es muss kommen wie in Ungarn. Die Diktatur? Plebs bleibt Plebs. Gibt es keine Fremden im Land und keine Inflation, fühlten sich unsere lieben Mitbürger immer noch sauwohl. Nie. Ich glaube an den Sturz der Republik. Kaum. Die nationale Diktatur wird die Erfüllungspolitik so wie bisher fortsetzen müssen. Predigen wir das Gegenteil, so nur als Propaganda. Ich sehe, man treibt mit mir ein unehrliches Spiel. Ich glaube, die maßgebende Stelle wäre sogar imstande, mich dem Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik auszuliefern. Und wenn Sie ohne Erlaubnis anfangen wollten zu existieren? Ja. Damit ich alles allein verantworten kann, wenn alles missglückt? Sagen Sie der maßgebenden Stelle einen schönen Gruß. Und wenn diese verkrüppelten Oberlehrer in ihren Bünden und Verbänden, in ihren Orden und Parteien sich nicht bald einigen, dann fange ich an zu existieren. Die nationale Revolution bin ich. Wer bist du? Ich bin das Land. Ich will zu euch. Wer sind denn wir? Das darf man nicht sagen. Kennst du mich? Vom Sinn. Wer bin ich? Ich glaube, dass du richtig gehst. Ich habe nämlich die Gerechtigkeit lieb und kann selbstständig denken. Das. Herr Slatek, der gehört zu uns. Ich war mit seinem Bruder befreundet. Es war mal eine bessere Familie. Wann fasse ich meine Uniform? Bald. Sehr bald. Ich war auch in China. Jawohl, Ostasien.
Aber so ein Land kommt es heute wie das Deutsche hat mich nirgends getroffen. Pensionierte Bürokraten würden revoltieren. Ja, die Zeit. Die Republik erfrecht sich zu befehlen, unsere letzten Waffen abzuliefern. Auf einen Blick kastrieren wir uns selbst. Der Schuft, der nur eine versteckte Patrone verratet, den möchte ich massieren, bis ihm die pazifistische Seele zum großen jüdischen Gott flieht. Wer ist denn er? Sieht so verzweifelt rein. Das war mein Mann. Gefallen? Nein. Ich dachte, Sie wären Witwe. Er ist vermisst. Ich warte zwar nicht, obwohl es noch vorkommen soll, dass ein Vermisster plötzlich erscheint. Russland ist groß. Sibirien ist weit. Apropos Russland, haben Sie die neue polnische Note gelesen? Ich lese keine Zeitung, die liest nur Stalin. Er liest wie? Nur die Zeitung. Er weiß allerhand für sein Alter. Seine Ansichten sind zwar etwas verworren, aber zu guter Letzt gesund. Wenn er nur Zeit hat, grübelt er. Die neue polnische Note ist der Gipfel der Verleumdung. Lauter Verbrecher. Wer? Diese Polen? Jeder einzelne Pole ist ein geborener Lügner. Ich glaube, der einzelne Pole lügt auch nicht mehr als der einzelne Deutsche. Oh, klar. Die Zeitungen sollten endlich aufhören, die Völker gegeneinander zu hetzen. Das hat doch gar keinen Sinn. Was Sie nicht sagen. Ich finde es gut, dass die Regierung die Bevölkerung auffordert, alle Waffen abzuliefern. Das ist endlich ein gutes Gesetz. Wir haben uns im Krieg 4 Jahre lang gemordet. Das reicht. Ich würde jede versteckte Patrone anzeigen, sofort. Das würde ich an Ihrer Stelle unterlassen. Warum? Wer der Regierung nicht folgt, der wird doch bestraft. Zum Strafen gehört Gewalt. Die Regierung hat keinen, kann ich Ihnen flüstern. Heutzutage ist doch das Gegenteil Gesetz. Sagen Sie, was wissen Sie über versteckte Patronen? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Wie war das? Ich kenne Sie vom Sehen. Wer bin ich? Sie kommen manchmal in die Stadt, im Auto. Was für Auto? Das habe ich alles beobachtet. Was alles? Sie wollen, dass das Lager keine Soldaten macht. So? Sie werben für die Schwarze Armee. Es gibt keine Schwarze Armee. Ja, doch. Ich warne Sie. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie, lassen Sie mir ins Lager. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Wenn eine Frau in meinem Alter sich an einen jüngeren Mann hinzog, so ist das immer mütterlich. Herr Slavik ist ja noch ein Junge, der nichts kennt außer dem Krieg. Er kann sich den Frieden gar nicht vorstellen, so misstrauisch ist er. Er ist in der großen Zeit groß geworden, das merkt man. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Ich habe gehorcht und spioniert. Mich kann man nämlich nicht betrügen. Was mein ist, bleibt mein. Der Slavik ihr Eigentum. Den ich liebe, der gehört mir. Will er Ihnen gehören? Wie meinen Sie das? Der Slavik ist aufgewachsen und denkt nicht daran. Das hat er Ihnen gesagt. Fragen Sie ihn selbst. Ich bitte Sie. Bitte sagen Sie dem Slavik, er wäre zum Soldaten untauglich. Bitte lassen Sie ihn hier. Ihre Soldaten, die werden marschieren, auch ohne Slavik, aber ich... Ich lasse mir nichts mehr rauben. Ich verrate die ganze Armee den Polen noch heute. Kaum. Wo warst du so lange? Ich habe mich geärgert. Wer hat dich geärgert? Freut dich das? Mich?
Lass uns allein mit dir. Nicht nötig, Sladek. Frau Schramm hat mich soeben gebeten, dir mitzuteilen, du seist untauglich zum Soldaten, da sie sonst alles den Polen verrät. Allein, du ein Schuh! Ich weiß, dass du das Maul gehalten hast, aber Frau Schramm hat dir nachspioniert. Dadurch zwingt uns Frau Schramm, uns mit ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen. Verstanden? Sladek, bist du tauglich? Tauglich? Nach wie vor? Wir treffen uns beim Fräulein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was ist das für ein Fräulein? Das Fräulein? Das ist ein Lokal. Lebe! Du bist doch blöd von der Weihnacht. Anna, weißt du, was das heißt? Eine Armee von dem Feinde zu verraten. Weißt du, was die Soldaten mit einem Verräter tun? Sie werden mich erschlagen! Sie werden dich erschlagen! Es liegt an dir, bleib! Und ich verrate nichts. Nichts. Weißt du, was das heißt, wenn ich nicht verliere? Du hast für Kaufmannsfrauen geschneidert. Ich habe mich waschen können. Du hast meinen Wintermantel gekauft. Danke. Bitte. Du bist meine erste Liebe. Sei nicht boshaft. Bin nicht boshaft. Ich wollte nur sagen, dass die erste Liebe eine riesige Rolle im Leben spielt. Habe ich gehört. Sag das alles aus! Ist aus, aus, aus! Was sagst du? Ich kann es nicht, wie dumm ich bin. Es ist nicht aus. Nimm keine Rücksicht. Wen ich nicht sage, ist endlich, lass mich los! Oh, das ist raus! So geht's nicht anders. Doch. Du weißt immer alles besser. Du kannst nicht lieben. Du kannst nur lieb sein. Genügt es nicht. Komm. Gib mir eine Kuss. Das ist doch kein Kuss. So. So. Ich küsse nicht gern so, so sieh mich. Schwein. Ich bin ein Schwein. Hey! Oh Gott!
Ja, Schramm. Mit dem seltenen Vornamen Adam. Die wohnt in der Prinzenstraße und hat sich an den Stadek gehängt. Sie ist im gefährlichen Alter und könnte für ihren Bubi auch sterben. Ein schöner Abend heute Abend. Ah! Schöner Abend. Heute Abend! Wir verstehen uns wie ein Liebespaar. Ein schöner Abend heute Abend. Es wird für manches Kind keinen schöneren erleben. Oh! 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 Sie muss einmal sehr geil gewesen sein. Das Handwerk wird totgeprügelt. Kannst du sie totprügeln? Im Interesse des Vaterlandes jederzeit. Jederzeit. Ja, zu Hause einen reinrassigen Dobermann. Da habe ich meine Beine zusammengebunden und losgebrüht, bis ich nicht mehr konnte. Das Vieh gab keinen Ton von sich. Das habe ich nur angeschaut. Kannst du einmal bei mir mitfahren? Im Auto! Nein, das ist mir zu gefährlich! Wie meinen Sie das? Ich fahre aus Prinzip mit keinem Herrn mehr durch die Nacht. Da war mal ein Chauffeur, ein geborener Österreicher. Der lud mich ein zum Mondscheinparty. Auf der Landstraße wollte er mich vergewaltigen. Ich habe gesagt, mein Herr, das kann man nicht so ohne weiteres. Er hat gesagt, ist das aber eine Ruhe. Und dann hat er mich auch noch verschämt. Guten Abend, Herr. Sladek! Nun? Ich bin da. Ich halte mein Wort, ich bin bereit. Das freut uns außerordentlich. Wie geht es der gnädigen Frau? Es ist aus. Radikal. Man gratuliert! Danke. Du weißt, was mit einer gnädigen Frau geschieht, die Soldaten vor dem Feinde verrät? Sie hat noch nichts verraten. Aber sie wird uns verraten. Wenn sie uns verrät, so gebührt nichts anderes. Dann soll man warten, bis einen der Feind vernichtet. Nein! In der Natur wird gemordet. Das ändert sich nicht. Wir sind Natur! Du bist auch Natur! Ja! Also? Also? Du wartest hier. Wir sind in 2 Stunden wieder da und erlauben uns der gnädigen Frau, unsere Aufwartung zu machen. Du hast doch den Schlüssel. Lässt die Haustür offen, verstanden? Wir warten unten 10 Minuten. Du musst dir etwas vorspielen, damit sie nur nichts ahnt und schreit. Sie ist nämlich raffiniert. Das weißt du ja. Sag ihr, du seist zurückgekehrt, hättest alles bereut. Es ist alles ungeschehen und du liebst sie. Verstanden? Sladek, falls du es dir überlegen solltest. Ich habe keine Angst. Ich habe das alles genau überlegt und kann selbstständig denken. Das ist anerkannt. Das spielt keine Rolle. Wann fasse ich meine Uniform? Bald. Was kostet das? 1 Milliarde. Und
Was kosten Sie? Wie meint das der Herr? Ich habe gehört, dass Sie sich für einen Jahr ausziehen. Manche Herren trinken lieber Wein. Ich nicht. Ich krieg nämlich keinen Rausch. Ich speime alles voll. Ist das so schwer? Dann ziehe ich mich lieber aus. Eine Milliarde ist viel Geld. Redlich verdient? Nein. Geschenkt? Nein. Es geht mich auch nichts. Ich habe die Milliarde gestohlen. Ich kenne nämlich eine Witwe, die hat noch drei im Schrank. Sie verdient sehr schön und liebt mich. Das heißt, eigentlich gibt es keine Liebe. Man muss nur selbstständig denken. Es war ein richtiges Geschäft. Sie hat sich den Slater gekauft. Aber sie ist so eifersüchtig, dass ich nicht zum Arbeiten habe. Sie will herrschen. Darum lässt sie mich um jede Million betteln. Habe ich die Milliarde gestohlen? Sie gehört mir, ich bin im Recht. Gib mir eine Zigarette. Du gefällst mir aber besser. Gib mir die Milliarde. Zieh dich aus. Hernach. Nein, hernach wird man geprägt. Du hast viel mit schlechten Frauen verkehrt. Eigentlich nur mit Ruhe. Sie weiß, dass ich fortgehe. Aber sie sieht es nicht ein. Ich bin zur Rücksicht zu. Alles hat er nicht. Diesmal war ich krank. Weißt du, was das Furchtbarste ist? Wenn man will und nicht kann. Lach nicht! Wenn etwas schon lange tot ist, und wenn man gelebt und man redet, dann ist das ganz gesund. Ich bin nicht frei und wollte nie Theater spielen und hab's doch getan, weil ich ein Anstieg wieder anstelle. Zu guter Letzt. Aber damit Geschäfte machen, das ist ein Verbrechen. Du musst ewig gearbeitet haben, um auf solche Gedanken zu kommen. Ich habe eigentlich noch nie richtig gearbeitet. Sie hat es nicht gern gesehen, dass ich was dazu verdiene. Sie hat mich lieber ausgehalten. Sie hatte Angst, ich könnte ohne sie leben. Das ist das berühmte mütterliche Gefühl. Auch so ein Verbrechen. Sprich nicht mehr. Das ist mir alles zu hoch. Gib mir die Milliarde. Du hast so schöne Haut. Ich bin auch ein Sonntagskind. Ich nicht. Du bist zu weich. Das hat jede Frau. Nein. Nicht jede. Was der kleine Mann für große Augen hat. Schau mich an. Wohin schaust du denn? Ich schau dich an. Nein. Doch. Du schaust mich an und doch nicht an. Hinter mir ist nichts. Ich glaube, du findest den richtigen Kontakt zum Weiben nicht. Möglich. Gib mir die Milliarde, dann ziehe ich mich aus. Danke. Du bist ein einsamer Mensch. Du musst öfters kommen, sonst wirst du noch melancholisch. Das Weib ist die Krone der Schöpfung. Zieh dich ganz aus. Nein, heute regnet es nicht mit dir. Zieh dich ganz aus. Nein, ich werde genannt. Ich habe dir die Milliarde gegeben. Und du hast versprochen. Ich habe versprochen. Willst du, dass wir den Tod holen? Das geht mich nichts an. Ich lasse mich nicht betrügen. Schreien Sie nicht so mit mir, Sie. Kusch. Krone der Schöpfung. Ich bin doch kein Hund. Ich bin ein Mensch, Sie. Hinaus! Hinaus! Zurück! Und ich schrei! Ich schrei, du! Du Lump, du Dieb! Hier wird nicht gehasst! Hier wird geliebt.
Ihr könnt nicht
nichts dafür. Das rettet dich, du Idiot, sonst... Ich habe keine Angst. Ich bin nicht Falk. In der Natur wird gemordet und das ändert sich nicht. Rasch fort! Ah! Ah, sie hat sich bewahrt! Radikal. Ich glaube eigentlich nicht, dass es eine Zukunft gibt. Wenn ich was geworden wäre, wäre ich Komiker geworden. Man muss sich nur auslachen lassen und verdient Geld. Das ist sehr komisch. Ja? Weißt du, was mir an der Dame missfällt? Dass sie braune Zähne hat. Sie hat keine Seele. Sie betrügt. Hast du eine Seele? Was ist das? Seele. Du hast doch soeben gesagt, dass das Fräulein hier keine Seele hat. Was? Wer? Ich? Du? Ich muss mich versprochen haben. Das ist sehr komisch. Frauen sind Formen. Sie regen uns an. Zum Beispiel die Anna. Halt das Maul. Halt das Maul! Wann fasse ich meine Uniform? Es müssen noch einige Formalitäten geregelt werden. Was für Formalitäten? Halt! Wohin? Ich muss mal. Du bleibst! Aber ich muss. Beherrsch dich. Wieso? Befehl! Du bist gefangen. Was habe ich denn getan? Eine große Dummheit, du Idiot! Du bist also zu der Überzeugung gelangt, die Landesverräterin Anna Schramm sei unschuldig hingerichtet worden. Sie wollte nichts verraten, hat sie mir gesagt. Ich glaube keiner Frau, aber diesmal war es eine außerordentliche Ausnahme. Sie war also unschuldig? Ja. Und? Da gibt's kein Wort. Es lässt sich nämlich nichts ändern. Und wenn es sich ändern ließe? Man kann nicht. Du hast Halt gerufen. Weißt du, dass man unter gewissen Umständen mit einem solchen Halt die nationale Revolution vernichten kann. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur an die Gerechtigkeit gedacht. Es war mir plötzlich, als wären meine Ansichten über die Natur falsch und ich hätte die Wahrheit vergessen. Ich kann nicht selbstständig denken. Halt das, Mann! Du hast nicht selbstständig zu denken! Du bist Soldat! 3000 Jahre sind das ein Regiment! Du bist ein Teil! Selbstständige Teile sind überflüssig! Also schädlich! Also werden sie vernichtet! Verstanden? Ja. Was die Unschuld deiner Anna Schramm betrifft. Für das Vaterland hat jeder Soldat jede Schuld zu tragen. Jederzeit! 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 Meinst du,
Man kann ja nichts dafür. Du hast aber dafür zu können! Das ist deine Pflicht! Weißt du, was Pflicht bedeutet? Gehorchen! Bedingungslos! Solltest du dich noch einmal unterstehen, Halt zu rufen, dann sperre ich dich ein bis zum jüngsten Gericht. Du weißt, wohin? Darf ich jetzt austreten? Du darfst. Halt! Glaubst du an das jüngste Gericht? Nein, ich bin nicht religiös. Hauptmann! Was gibt's? Was mit dem Kerl geschehen soll? Soll er noch geprügelt werden? Wer hat ihn geprügelt? Ich nicht! Wer? Ich kämpfe für das Vaterland. Du
seine Größe, seine alte Macht. Das verstehen Sie. Deutschland kann nur durch die nationale Diktatur gesungen. Ihr Weltreich ist Mist, vielleicht ein schöner Traum. Ich habe mich mit solchen Dingen nicht so beschäftigt. Ich bin Soldat. Ich habe einen traumlosen Schlaf. Ich biete Ihnen hier eine letzte Gelegenheit. Gestehen Sie, wer hinter Ihnen steht. Ich kann ja nicht. Ich bin kein Kommunist. Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin allein. Sie sind verrückt. Gemeingefährlich verrückt. Glauben Sie denn, dass es jemals Frieden geben wird? Nein. Das glaube ich nicht. Machen Sie keinen Namen aus mir, Sie? Ich mache keinen Namen aus Ihnen. Sie haben ja von Ihrem Standpunkt aus vollständig recht. Es kommt aber nur auf die Höhe des Standpunktes an. Ich bitte das Verhör zu unterbrechen. Auf kurze Zeit. Ich habe einen zu schweren Kopf. Man hat mir nämlich auf den Kopf geschlagen. Was kommt davon? Nämlich ich habe den Fehler gemacht,
mich in den sogenannten Mittelpunkt der Welt zu stellen. Mich, den Slave. Obwohl dieser Slave ja nur ein Teil ist. Ich habe mich mit dem Vaterland verwechselt. Der Einzelne ist nur ein Teil des Vaterlandes. Und dieser Teil darf als Einzelner zum Beispiel nicht morden. Es wird so immer gemordet, weil man ja nicht anders kann, aber das darf der Einzelne nur als Teil. Obwohl ja zu guter Letzt doch alles für den Einzelnen ist. Es ist aber komisch, dass wenn man sich als Teil selbstständig macht, zum Beispiel beim Morden, man das Gefühl bekommt, obwohl man ja muss, weil man gar nicht anders kann, dass man doch anders tun sollte. Das ist sehr kompliziert. Hörst du mich? Ja. Das ist dein Problem. Dass du sagst, du nimmst Rücksicht auf den Einzelnen. Wer das richtig tut, der muss sich zu guter Letzt selbst umbringen. Denn es wird immer gemordet in der Natur. Dem geht es wie der Republik. Die will keinen umbringen, also wird sie umgebracht. Und im Mord gibt es kein Leben, geht es nicht weiter. Es muss nämlich immer weitergehen. Es wird zwar nicht besser, aber man weiß das nicht. Der einzelne Teil allein zählt nämlich nichts. Man darf nur an das Ganze denken. Zum Beispiel für das Vaterland darf der Einzelne als Teil zum Beispiel jeden Morgen begehen, jederzeit. Ich war nämlich mal von der Hinrichtung einer Landesverräterin, das war eine Frau. Eine Landesverräterin gehört mit dem Rest des Ganzen erledigt, das ist doch klar. Das wäre auch alles in Ordnung gewesen. Auch wenn sie unschuldig gewesen sein sollte, wir konnten nicht anders, wir mussten sie hinrichten, das sind manchmal so. Das erzähle ich jetzt nur dir persönlich, weil du, wie gesagt, auch ein selbstständig denkender Mensch bist und das vielleicht verstehst. Wir hatten recht, nämlich ich verstehe alles. Alles. Nur das nicht. Dass es mir manchmal ist, als hätten die Leute diese Frau hingerichtet haben. Obwohl sie ja vollkommen im Recht waren, weil sie gar nicht anders tun konnten. Doch Unrecht getan. Das ist sehr interessant. Wer? Wer war diese Frau? Das ist Geheimnis. Dieses Ganze verstehst du, das ist nur unter uns. Meinst du? Das habe ich nur dir gesagt, bitte. Wieso? Es ist nur unter uns. Unter uns beiden! Ich danke dir für das große Vertrauen. Du wirst mich nicht betrügen. Warum? Bitte. Du betrügst dich selbst. Du denkst als Teil zu selbstständig. Davon werden deinesgleichen blöd. Jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt erst? Ja. Du bist der Slave. Ja! Das ist sehr interessant. Ich weiß auch, wer deine Landesverräterin ist. Wer? Sie hieß Anna. Und der Mörder heißt Slave. Lüg nicht. Das ist sehr interessant. Denn die Justiz hat noch keine Ahnung, dass dieses Verbrechen eine Hinrichtung im Interesse des Vaterlandes ist. Die Polizei nimmt einen Mord an, einen höchst selbstständigen Mord. Ich bin kein Mörder! In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Die Polizei sagt, wie es der Herr in jeder Zeitung nachlesen kann, dass es ein verkommenes Subjekt namens Sladek war, das die Liebe einer alten Frau in egoistischer Weise ausnutzte. Ein arbeitsscheuer Lump ließ es sich aushalten und trieb sich mit ihren Ersparnissen herum.
Und weil sie das nicht mehr mit ansehen wollte, hat er sie in bestialischer Weise ermordet. Die Hausbewohner hörten Frau Schramm Slavik rufen und fanden sie abgeschlachtet. Auf die Ergreifung des Mörders ist eine Belohnung ausgesetzt. Befehl? Befehl. Das ist alles nicht wahr. Das ist alles ganz anders gewesen. Das war alles für das Vaterland. Ja! Es gibt aber keine Gerechtigkeit. Es ist das, was man denken kann. Slavik, was wollte er von dir? Er hat nur gefragt. Er hat nur gefragt, weil er wieder verhört hat. Jetzt. Hauptmann! Raus! Raus, habe ich gesagt. Wir sind umzingelt, Herr General. Umzingelt? Wer wir? Wir? Glaubt's nicht. Wer hat uns umzingelt? Reguläre. Reguläre? Sie haben einen Parlamentär gesandt. Mit der weißen Fahne. Als hätten wir Krieg. Hauptmann! Im Auftrag der maßgebenden Stelle habe ich Ihnen den Beschluss zu überbringen betreffs Ihrer zukünftigen Verwendung. Ihre sogenannte Armee wurde seinerzeit aufgestellt, erst als Grenzschutz, weil etwa ein Einbruch irregulärer feindlicher Formationen befürchtet werden musste. Zweitens, dass eine Art Notpolizei, die die Aufgabe hat, auf dem Lande versteckte Waffen zu sammeln oder im Fall eines bolschewistischen Aufstandes neben dem regulären Militär Selbstschutz eingesetzt zu werden. Da sich aber nun die innerpolitische Lage überraschend wert konsolidiert hat, dass zur Niederschlagung einer kaum zu erwartenden Linksrevolution die vorhandenen staatlichen Machtmittel vollständig ausreichen. Andererseits, die außenpolitische Lage... Das ist gelungen! Jedes Wort! Das ist eine Schande! Meine Soldaten sind keine Nachtwächter! Das ist die Armee der nationalen Revolution! Andererseits die außenpolitische Lage die Möglichkeit, wenn auch nicht einer Versöhnung, sondern auch der wirtschaftlichen Annäherung der Nationen auflässt. Wir Deutsche müssen, trotz aller Dinge, die wir an diesem Weg betreten, aus nationalem Interesse, um die bürgerliche Wirtschaftsordnung zu festigen, die maßgebende Stelle muss sich daher entschließen. Dieser Entschluss wird nicht leicht. Die sofortige Auflösung ihrer, ich wiederhole, sogenannte Armee zu befehlen. Die maßgebende Stelle wird ihr möglichstes tun, betreffs Unterbringen ihrer Leute in einem bürgerlichen Beruf. Das habe ich eigentlich erwartet, dass ich wieder verraten werde. Wir verzichten auf den bürgerlichen Beruf. Ich denke nicht daran, Verbrechen am deutschen Gedanken und nennen Sie sich selbst maßgebende Stelle zu gehorchen. Sagen Sie es ihr, dass ich auf die Festigung der bürgerlichen Wirtschaftsordnung pfeife, dass ich an keine Versöhnung glaube und dass ich so lange kämpfen werde, bis Deutschland niedergebrannt wird! Ich mache Sie aufmerksam. Sollten Sie sich nicht freiwillig auflösen, so haben wir die Gewalt, das zu erzwingen. Ich weiche nicht! Ich bitte Sie nicht zu reklamieren. Ergeben Sie sich oder Sie tragen die volle Verantwortung für ein völlig sinnloses Blutvergießen. Es ist deutsches Blut. Lieber deutsches Blut vergießen, als die nationale Wiedergeburt vernichten. Ich fürchte mich nicht. Ich mache Sie aufmerksam, dass die Inflation anfängt aufzuhören. Ergeben Sie sich. Nein. Falls Sie sich fügen, so kann ich Ihnen hier inoffiziell erklären, dass ich für meine Person alles dran setzen werde, Sie vor Strafe zu bewahren. Sie verstehen mich? Strafe. Strafe? Wofür? Dass ich mich nicht verraten lasse! Verräter sitzen hinter den eigenen Kulissen. Ah! Hast du das gehört? Die maßgebende Stelle möchte sich versöhnen. Ja, das habe ich auch gehört. Diese Hunde! Glaubst denn du an den Frieden? Ich weiß nichts.
fangen wir an zu existieren. Wir! Leute! Leute, aus den Antreten! Jetzt beginnt die nationale Wiedergeburt! Die Schwarzarmee startet die Revolution! Komm, lauf wieder, Tankinnen! Es sind alle verschwunden! Fort! Ausgerückt! Ausgerückt! Fort! Hast du gehört, was dieser Bonze sagte, das mit der Strafe? Hast du denn Angst? Ja, ich habe Angst! So verschwind, feines Vieh! So Befehl! Ich löse mich selbst auf! Das will ich an deiner Stelle auch tun! Halt's Maul! Noch bin ich nicht verletzt! Ich bin noch... Wer seid denn ihr? Sie geben zu, diesen Artikel verfasst zu haben? Ja. Sie schreiben in diesem Artikel, dass eine maßgebende Stelle der Republik heimlich Soldaten geworben und ausgebildet hat, die unter dem Kommando eines ehemaligen Hauptmanns eine sogenannte Schwarze Armee gebildet haben. Sie schreiben weiter, dass diese Truppe zum Schutz ihrer Existenz Selbstjustiz übt. Sie reden von Fehlern. Sie berühren ja außerdem ein Verbrechen, einen nachgewiesenermaßen ganz gewöhnlichen Mord, den Fall Slavik. Leider konnte dieser Slavik immer noch nicht verhaftet werden. Leider. Sonst würde es Ihnen selbst erzählen, dass das kein gewöhnlicher Mord war, sondern eine sogenannte Hinrichtung. Im sogenannten Interesse des sogenannten Vaterlandes. Er hat es mir selbst erzählt, als ich mich in der Gewalt der Fehlern befand. Die mich totgeprügelt hätte, wäre die ganze Schwarze Armee nicht von der maßgebenden Stelle aufgelöst worden. Ich war es. In Ihrem eigenen Interesse. Danke. Sie ziehen in Ihrem Schreiben den Schluss, dass die maßgebende Stelle die sogenannte Schwarze Armee zwangsläufig aufgelöst. Das ist kein Märchen. Es gab lediglich den lächerlichen Putschversuch einer winzigen Gruppe Ultrarechtsradikalen. Eine Wahnsinnstat. Die Schwarze Armee sollte die Republik stürzen. Es gab keine Schwarze Armee. Das ist krankhaft. Ist es nicht grotesk, dass mich die Justiz dieser Republik, für deren Leben ich fast fiel, verurteilen will, weil sie vor ihren falschen Freunden waren? Nein, das ist nicht grotesk. Sie sind Pazifist. Ich wäre glücklich, wenn wir ein internationales Strafgesetz hätten, das die Macht besäße, den Krieg zu sühnen, genau wie den Mord.
dass es trotzdem Kriege geben wird, nämlich als unerbittliche Tatsache, aber nicht als Ausrede. Sie ist 18 Parabellum, sagt der Latein. Können Sie Lateinisch? Nein. Das heißt, wenn du den Frieden suchst, wirst du dich zum Krieg. Das habe ich verstanden, obwohl ich nicht Lateinisch kann. Dieser Artikel ist Wasser auf die Mühle der gehässigsten feindlichen Propaganda. Das ist Verrat. Mein Artikel kämpft für den ehrlichen Frieden, gegen lichtscheue Machenschaften. Es gab keine schwarze Armee. Alle Ihre Behauptungen sind gerade Fälschungen. Ich selbst sollte ja ermordet werden. Ich werde alles beweisen. Ich warne Sie. Wie gesagt, in dem eigenen Interesse. Sie sind angeklagt eines Verbrechens des versuchten Landesverrats. Beweisen Sie mir aber die Existenz einer sogenannten schwarzen Armee. Sind Sie eines Verbrechens des vollendeten Landesverrats überführt? Kommen kaum unter 2 Jahren zum Schluss davon. Kann also nur verurteilt werden. Nur. So oder so. Es gibt also keine Verteidigung. Keine für Landesverräter. Sie sind doch Pazifist. Oder Kommunist. Es hat mir einmal einer gesagt, ich hätte einen Denkfehler. Ist das nicht, was meinen Pazifismus betrifft? So ist es richtig. Dass meine Ehrfurcht vor der einzelnen Kreatur übertrieben ist. Trotz all dem Elend, das ich sah. Der Glaube an die Unantastbarkeit jedes lebendigen Geschöpfs führt in die Labyrinthe des Betrugs. Es gibt nämlich Kreaturen, verfassungsmäßig organisierte Kreaturen, die moralisch derart verkommen sind, dass sie aus dem Tempel der Menschheit wie räudige Hunde mit Fußtritten verjagt gehören. Sie gehören mir nicht. Die zu verhindern sind, es sich auch nur vorstellen zu können, dass es auch anderes gibt. Sie sind also Terrorist. Ich muss. Sie bekämpfen also den Staat an sich. Ihren Staat. Es gibt nur einen Staat, Sie. Und der wird sich zu schützen wissen. Ihr seid doch Matrosen. Ich kann auf was kommen.
Ich wollte nämlich eigentlich Kellner werden, aber ich trage auch Kohlen, wenn es sein muss. Nur vor. Du hast es ausgefressen. Was? Was würde man uns für dich zahlen? Für mich? Wer? Der Staatsanwalt. Es werden, glaube ich, sehr viele verfolgt. Schuldig und unschuldig, da kann man nichts machen. Dass ich aus Europa bin, das hat einen sogenannten bevölkerungspolitischen Grund. Es ist zu eng. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, man müsste ein Fenster aufmachen, damit frische Luft herein kann. Es ist zu dumpf. Hörst du? Ja. Nein, ich bin bitte nach Nicaragua. Wir fahren nicht nach Nicaragua, wir fahren überhaupt nicht. Ihr seid doch Matrosen. Renfi. Wieso? Wir warten doch genau wie du darauf, dass sich so manches ändert. Wir würden nach Nicaragua rudern, sogar um dein Kap der guten Hoffnung herum, Elefant. Aber heute trifft auf 100 Matrosen ein Kahn. Wir sind zu viel. Das war eigentlich mein erster wirklicher Gedanke auf der Welt. Wenn wir 20 Millionen weniger wären, das wäre fallen. Man schreit. Es hat doch gar keinen Sinn, Sie werden ihn nicht amnestieren. Wen? Sie haben ihn zum Zuchthaus verurteilt, weil er es bewiesen hat, dass es eine schwarze Armee gab. Ich habe ihn einmal reden gehört vor 2 Jahren. Er ist ein braver Mann. Er war in den ewigen Frieden verliebt. Heute wird er wohl bekehrt sein. Ob sie da einen erschossen haben? Wahrscheinlich. Ich habe Hunger. Nicaragua ist sicher schön. Dort gibt es keine Winter. Nur Palmen. Und alles wächst von allein. Man kann so ohne weiteres satt werden. Ich möchte mich dort unter einen Baum legen und kein Haus mehr sehen. Und dann müsste ein Bächlein dahin fließen. Und dann würde ich sagen, das gibt es auch. Was ist das? Ich. Was heißt das? Ich. Hauptmann! Ich habe dich gern erkannt! Genau wie du auch da! Ist das ein Zufall? Das ist aber sehr gut, sicher! Da könnt ihr mir helfen, ich musste mich weit fort in eine andere Welt! Ich habe zwar eigentlich nichts getan, aber selbst das, was ich getan haben sollte, das habe ich alles für ein Vaterland getan! Wofür ich jetzt verfolgt werde wie ein gemeiner Verbrecher! Dabei war das doch alles ideal. Was habt ihr denn? Was hast denn du? Ich bin doch das Ladekamerad. Ich bin nicht dein Kamerad. Hauptmann, halt! Ich kenne dich. Himmel, halt das Maul, du kennst ihn nicht. Was soll denn das? Ich kenne dich. Du bist der feige Hund mit der weißen Fahne. Das ist dein Irrtum. Du bist der. Diese Fresse vergesse ich nicht. Ich bin ein anderer! Da! Da hast du den anderen! Ah! Einer wie der andere! Ist der das wert, dass du hältst, aber. Bock! Wir kennen keinen Sklaven. Wir kennen keinen Slavik. Wir kennen keinen Slavik. Wenn
einer das Talent hat, verwechselt zu werden, so ist das schlimm. Es erinnert sich keiner an ihn. In diesem Fall allerdings Radik. Alles an ihm wird radikal vergessen. Draußen und drinnen. Als wäre einfach nichts da. Es kommt auch nicht auf so einen einzelnen Sladek an, aber trotzdem! Nein. Es hat keinen Sinn mehr zu denken. Ich wollte, ich könnte bis Nicaragua schwimmen. Die Fische, die Sterne da sind. Ich habe mal gehört, dass jeder Einzelne mit den Sternen zusammenhängt. Das ist freilich Mist. Aber unter welchen Sternen könnte ich geboren sein? Man sollte das ausrechnen können. Und ein Kind, der dann auf die Welt lassen, weil gerade ein guter Stern droben ist. Einmal hat meine Katerin gesagt, Deutschland wird wieder Monarchie und der bayerische Ruprecht wird zum deutschen Kaiser gekrönt in Berlin. Das hätte eigentlich schon voriges Jahr sein sollen. Aber man kann nichts auf Prophezeiungen geben. Obwohl es eine sogenannte Vorsehung sicher gibt. Es geht nämlich alles nach einem bestimmten Gesetz. Das ist traurig. Ich habe mal gedacht, wenn kein Gesetz wäre, dann wäre das ganze Leben sinnlos. Es ist aber trotzdem sinnlos. Das ist nämlich ein schlechtes Gesetz. Thank you.
Bekennen Sie sich schuldig. Das ist sehr kompliziert. Da kann man sehr schnell was sagen, weil es so viel zu sagen gibt. Es ist offensichtlich, dass Anna und ich uns nicht recht verstanden haben. Wenigstens oft. Dass es Streit gab, dass es sogar zu sogenannten Tätlichkeiten kam. Des Öfteren sogar. Dass ich ihn auch mal aus dem Schrank versnahm und mit fremden Damen zu Garten und Alten ging, das gebe ich alles zu, denn ich habe die Gerechtigkeit. Aber deswegen fühle ich mich nicht schuldig. Wenn ich nämlich so nachdenke, so war das doch alles nur ein Tagesunterschied. Ich beantrage den Angeklagten, auf seinen Geisteszustand hin untersuchen zu lassen. Ich beantrage den Angeklagten, mit entschlossenen Mitteln dazu zu zwingen, sich der Würde des Gerichts entsprechend zu benimmen. Wie? Angeklagter, Sie leugnen also die Beschwerde im Amt zu haben. Ja, ich leugne es sogar sehr, ich habe noch nie jemand ermordet. Es hat Unglaubliches ertragen und Ungeheures vollbracht. Hat Unglaubliches ertragen, Ungeheures vollbracht. Ich kann trotz Wiederaufstieg und so weiter nur sagen, dass ich sozusagen unschuldig bin. Sozusagen. Und jetzt? Ich habe immer darüber geredet, dass in der Natur eben gemordet wird und dass sich das nicht ändert. Aber, meine Herren, ich war sehr dagegen. Als ich mit den Soldaten in der Nacht mit dem Auto ins Hauptquartier fuhr, hat das Schaumig geredet. Ich werde das nie vergessen. Die Soldaten sind verschollen. Alter, ich glaube, den Karabiner. Also müssen wir uns missverstanden haben. Ich habe nicht verstanden. Nein, ich bin unverstanden.
arroganter, zurückgezogener Mensch bin. Und dass alles, was ich dir so sage, nur für dich persönlich ist. Du musst das vergessen haben. Du gehst mich nichts an. Jetzt lügst du. Meinst du? Es ist nicht schön von mir. Angeklagter, mit wem sprechen Sie? Leugnen hat doch keinen Sinn. Denken Sie an Gott. Gott kennt Sie. Ich kenne keinen Gott. Was ist das? Gott. Ein alter Mann mit einem langen Bart. Was kennt er? Nichts kennt er. Denn er wohnt so sehr weit oben, dass sieht er auch nur das Ganze. Denn wie es hier unten zu guter Letzt zugeht, ich bitte zu berücksichtigen, dass ich wahrscheinlich ein sogenanntes ungeborenes Gespenst bin. Ich werde den Angeklagten auf seinen Geisteszustand hin untersuchen lassen. Der Staatsanwalt beantragt für den Angeklagten lebenslanges Zuchthaus sowie Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Wieso? Sie zu fein.
waren zu wenig brutal, aber sie werden auch fernerhin gut leben und ungefähr 80 Jahre alt werden. Das wäre schön. Na klar. 20 Pfennig bitte. Das wäre sogar sehr schön. Das wäre eigentlich auch schön. Wenn... Verzeihen Sie, wenn Sie mit mir... Sie fahren doch auch kein Karussell. Das wäre doch schön, Freunde. Oder überhaupt. Es gibt ja so viel zum Sehen. Aber so alleine geht man immer nur an allem vorbei. Ich kenne nämlich keine Menschen. Sie sind hier fremd? Ja, sehr fremd. Sind Sie nicht Engländer? Bestimmt. In der Zeitung steht, dass in London 7-1 gewettet wird, dass es Ihnen gelingen wird, den Nordpol zu überfliegen. Was? Wer? Na, der Nordpol. Der Nordpol. Na, Sie wissen doch. Überfliegen. Sie sind komisch. Da habe ich vorgestern einen fabelhaften Film gesehen. Vom Weltkrieg. Besonders die Regie war unerhört. Das war ein amerikanischer Film. So? Ein amerikanischer? Sind die besten. Durch so einen Film kann man sich den Krieg erst richtig vorstellen. Besser als durch Bücher. Sehen Sie dort den Seiltänzer? Der ist auch fabelhaft. So ein Seiltänzer? Ist auch ein schwieriger Beruf. Können Sie gut tanzen? Kaum. Ich kann Verschiedenes. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass ich eigentlich nichts kann. Aber dann bin ich immer drauf gekommen, dass man doch vielleicht kann. Sie sind amnestiert. Man hat unter mich eine
Schlussstrich gezogen? Ich hoffe, es fehlt kein Stempel. Es soll wirklich nicht mehr vorkommen.